Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen bei uns hier auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblickvideo. Wir wollen euch vier Schiffe ein bisschen näher bringen, die demnächst ins Spiel kommen könnten. Das ist die Roosevelt, das ist die Champagne, die Imperio und die Azama. Wie die beiden letztgenannten haben wir noch gar nicht so viele Daten. Wir haben für die Imperio haben wir die Charakteristik und ein paar technische Daten mit auf den Weg bekommen. Für die Azama haben wir eigentlich noch gar nichts, auch nicht in welche Richtung sich das entwickeln soll, sondern einfach nur, dass es da ein Schiff geben wird. Das wird eine Amagi-Variante sein, ein bisschen anders. Und für die Champagne und für die Roosevelt haben wir Fotos und wir haben die technischen Daten und die wollen wir euch so ein bisschen, ja, einfach mal in Vergleich packen, ne? Zur existierenden Midway hier zum Beispiel, die ich hier schon im Hafen stehen habe nebenbei und ich will euch da so ein bisschen was zu erzählen. Also, prinzipiell, die Trefferpunkte sind soweit identisch. Von der vom Träger, von den beiden Trägern her sind ja beides Midway-Klassen und hier die Roosevelt existiert ja tatsächlich und war im Dienst von 1945 bis 1977 in der amerikanischen Navy. Besonderheit sticht hier ganz deutlich hervor, die gute Anzahl der Trefferpunkte der Flugzeuge, nur damit wir es mal vergleichen können. Ich vergleiche es hier, wie gesagt, immer mit der Midway, wenn ich euch jetzt Werte nenne. Wir haben bei der Roosevelt 3200, bei der Midway 2032. Wir haben Torpedobomber mit 3790 im Vergleich zur Midway mit 2704. Wir haben bei den HE-Bombern 3860 und unser Pendant hier 2634. Jetzt darf man nicht vergessen, meine Midway-Bomber sind natürlich alle schon geskillt. Ja, während das hier die Basiswerte sind, die mehr oder weniger ungeskillt sind, nur mit den bestverfügbaren Modulen. Heißt aber Kapitän und so eine ganzen Geschichten passen da eben noch nicht. Also die Verbesserungen sind da auch noch nicht mit drin eingerechnet. Das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Die Flugzeuge werden zwar viele Trefferpunkte haben, aber sie werden sehr langsam sein. Nämlich 111 Knoten das Schlachtflugzeug, 108 Knoten die Torpedobomber und die HE-Bomber. Das ist auch eine ganz entscheidende Geschichte. Ihr werdet einen 10er-Geschwader starten bei den Schlachtflugzeugen und die Angriffsgröße wird zwei Flugzeuge betragen. Jedes Flugzeug trägt 30 Raketen, also ihr greift quasi mit 60 Raketen an, aber freut euch nicht zu früh. Der maximale Granaten- oder Raketenschaden in dem Fall sind eben 2000. 33 mm könnt ihr penetrieren, aber ihr könnt eben nicht alle Raketen auf einmal abfeuern und das ist eine ganz besondere Variante. Es wird da spezielle Raketeneinstellungen für geben und ihr werdet in jedem Angriffsflug sie nacheinander abfeuern über ein großes Gebiet und das bedeutet, dass ihr quasi nicht mehr wohl Zerstörer richtig angreifen können sollt. Die Ziele, die besonders manövrierfähig sind, können eure Raketen nämlich einfach ausweichen und dann müsst ihr eben 25 Sekunden lang warten, weil das ist das nächste Highlight der Flugzeuge, dass die Wartezeit zwischen den Angriffen 25 Sekunden beträgt. Aktuell ist das noch auf Stufe 10 8,5 Sekunden, wurde ja gerade erst vor kurzem erhöht von 5 auf diesen Wert mit dem Update 092. In diesen 25 Sekunden müsst ihr natürlich irgendwas machen können und das wäre dann zum Beispiel die besondere Reparaturmannschaft, die ihr hier dabei habt. Die Aktionszeit beträgt 25 Sekunden, die Nachladezeit 10 Sekunden. Also ihr habt nur 10 Sekunden Cooldown, das ist aktuell noch bei 180 Sekunden. Ja, Aufladung beträgt hier 4 und ihr stellt 2% der Gesamttrefferpunkte der Flugzeugstaffel pro Sekunde wieder her. Versetzt euch in die Lage, dass ihr bei der Midway 1420 Trefferpunkte in einem Zyklus wiederherstellt, während hier bei der Roosevelt eben 1895 Trefferpunkte in einem Zyklus wiederhergestellt werden können. Das ist aber noch nicht alles, denn diese Reparaturmannschaft kann nur eingesetzt werden, während ihr nicht von feindlicher Flak befeuert werdet. Also nicht so wie jetzt. Jetzt kann man ja aktuell noch Angriff starten und nebenbei die Reparaturmannschaft bei den Torpedobombern durchlaufen lassen, damit sie länger überleben. In Zukunft wird es dann eben bei dieser Roosevelt sein, dass ihr raus sein müsst aus den Flakzonen, bevor ihr eure Flugzeuge wieder aufbaut. Apropos Flak, die ist auch bei der Roosevelt vorhanden, aber nicht so stark ausgeprägt wie bei der Midway. Wir haben jetzt hier auf der mittleren Reichweite, das ist hier der stärkste Bereich mit 539 kontinuierlichen Schaden. Auf der Kurzstrecke haben wir 112 und auf der Langstrecke haben wir
175 kontinuierlichen Schaden. Das ist eigentlich bis auf den Teil in der Mittelstrecke überall schlechter als das, was die Midway da mitbringt. Die restlichen Werte, Manövrierbarkeit, Erkennbarkeit und so weiter, sind soweit deckungsgleich mit den Werten von der Midway. Ja, und dann können wir uns einfach mal überraschen lassen, wie sich die Roosevelt dann auf dem Live-Server schlagen wird, wenn wir sie dann als Testschiff parat haben. Werdet ihr dann bei uns natürlich sehen. Schauen wir uns mal die Champagne an. Das ist das T8-Schlachtschiff der Franzosen, was jetzt demnächst ins Spiel kommen soll. Und das hat besondere Eigenschaften. Wir haben nämlich vorne und hinten jeweils nur einen Turm mit je drei Rohren. Und das Kaliber ist hier das Besondere. 406 mm soll dieses Schiff bekommen. Das ist ja das erste Mal, dass Franzosen 406 mm im Spiel haben. Die Republik hat mehr. Die Gascons, Richelieu, Alsace etc. haben alle weniger. Die Genauigkeitseinstellungen sollen so sein wie bei den großen Kreuzern. Ich würde jetzt auch nicht die Puerto Rico unbedingt herbeiziehen, weil wir hier, wie gesagt, nur zwei Türme haben, in Summe sechs Mumpeln, während die Puerto Rico ja sogar vier Türme mit A3 Mumpeln hat. Also da muss man einfach auch darauf vertrauen, sage ich jetzt mal, dass die Balance-Einstellungen, die World of Warships da vornehmen wird, dem Schiff entsprechend wenn man einfach nur die Granaten Anzahl nimmt. Ja, allein das ist ja schon ein großer Indikator. Prinzipiell wird das Schiff hier 60.900 Trefferpunkte haben und da sind wir dann schon beim ersten Minus auf einer Panzerung, die nicht schlachtschifftypisch ist, sondern wir haben hier nur 25 mm Panzerung. Das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich anfühlen wie bei der Yoshino, weil die ja auch nur 25 mm Panzerung habt. Ihr wisst, wo die rumfährt, also eher am Kartenrand. Das wird auch bei diesem Schiff relativ wahrscheinlich so sein. Schussweite beträgt nämlich 25 Kilometer. Ihr habt hier 6100 Alpha Damage, 49% Brandwahrscheinlichkeit, also ein französischer Taschendrachen, könnte man meinen. Die Munition ist 20 Meter pro Sekunde schneller als bei der Gascon. Die hat hier nämlich 850 Meter. Ja, die Gascon hat nur 830. Die Alpha-Damage-Werte sind alle besser, beim HE-Granatenschaden eben 700 Punkte, beim AP-Schaden haben wir hier 13.200, da hat die Gascon 11,9, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die Nachladezeit 26 Sekunden, 180 Grad Drehzeit 30 Sekunden, also auch richtig zügig. Nachladezeit ist okay, kann man sicherlich dann runterskillen, wenn die Drehzeit so schnell bleibt mit 30 Sekunden, dann ist das auch nicht weiter dramatisch, wenn man die Hauptbewaffnungsmodifikation mit einbaut. Interessant ist noch horizontale Streuung, 258 Meter auf 25 Kilometer, da hat die Gascon nämlich über 250, also zu über 258 Meter, obwohl sie nur 23,8 Kilometer weit schießt. Sigma-Wert hier bei der Champagne ist dann eben 2,0 und da können wir mal gespannt sein, wie sich das Schiff dann nachher tatsächlich anfühlt. Sekundärbewaffnung ist hier auch dabei. Wir haben 100 mm dabei, wir haben 152 mm Kanonen dabei, 12x2 und 3x3, jeweils 7 Kilometer Reichweite. Ja, und dann HE-Schaden 1400 und HE-Schaden bei den großen Geschützen 2200. Flakverteidigung, nächstes große Problem des Schiffes. Wir haben hier nur ganz wenig kontinuierlichen Schaden. Bis 2,5 Kilometer machen wir 112, bis 3 Kilometer machen wir 53 und bis 5,8 Kilometer machen wir 140. Das ist verschwindend gering im Vergleich zu anderen Schlachtschiffen auf dieser Stufe und wird das nächste große Problem sein. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Maximale Geschwindigkeit 34 Knoten, verbesserbar durch Motorboost in Slot 4 und wir haben 850 Meter Wendekreis. Das ist sportlich, das ist auch das, was die französischen Schlachtschiffe so als Wendekreis haben. Ruderstellzeit 15,5 Sekunden. Ja, da müsste man halt gucken, ob man dann eventuell mit der Steuergetriebe-Modifikation arbeitet. Erkennbarkeit über 16 Kilometer, Luft 11 Kilometer und wenn er im Nebel steht und schießt 15,8. Ja, wird sicherlich Sport. Also 16 Kilometer Sichtbarkeit, das müssen wir dann erstmal runterskillen. Dann kommt man vielleicht bei 13 irgendwo an, wenn es ganz weit geht. Naja, schauen wir einfach mal. Verbrauchsmaterialien haben wir. Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft, Aufklärer und Jäger. Also man könnte dann nochmal 20% auf die Reichweite draufpacken, sind wir irgendwo bei 30 Kilometer. Ja, schauen wir mal. Ich denke, das wird eher so eine Art Kartenrand-Camper werden oder Kartenrand-Renner, müsste man ja eigentlich sagen. Und ja, so ein bisschen der Fahrstil der Yoshino sein, wie ich das eben schon sagte. Und dann kommen wir zu einem Schiffchen, wo ich mich ganz besonders drauf freuen werde. Ich liebe die Roma, also werde ich garantiert auch die Imperio lieben. Rein optisch, meiner Meinung nach, ist die Roma das schönste, eins der schönsten Schiffe zumindest in World of Warships ganz vorne dabei. Für mich persönlich, ist jetzt nicht allgemein gesprochen, natürlich nicht, das muss jeder für sich entscheiden.
Ja, und die Roma bekommt eine Schwester sozusagen, und zwar die Impero. Auch Littorio-Klasse, basierend darauf. Und in dem Konzept wird, der Ansatz wird ein anderer sein. Die HE-Granaten gehen raus aus der Roma sozusagen. Ja, also ihr redet hier schon von einem separaten Schiff. Die Roma behält sie natürlich, aber ihr wisst, wie ich es meine, im übertragenen Sinne. Und bekommt SAP-Granaten. Und die haben es echt in sich. Also hier steht ein Alpha-Damage-Wert von 14.050 Trefferpunkten. Das ist ja 2050 mehr als die AP-Granaten an Schaden haben. Die SAP-Anfangsgeschwindigkeit beträgt 880 Meter pro Sekunde. Das ist genau die gleiche Geschwindigkeit wie die HE-Granaten momentan auf der Roma. Ja, das ist also auch so eine Gleichtaktung. Und wir bekommen einen vierten Slot dazu. Das heißt, in Slot 1, 2 und 3, der wird jetzt hier nicht erwähnt, aber da es auf der Roma basiert, kann man davon ausgehen, dass wir eine Reparaturmannschaft, ein Schadensbegrenzungsteam und ein Aufklärungsflugzeug haben werden. Da in Slot 4 bekommen wir dann dazu noch den Abgas-Nebelgenerator. Das heißt, wir haben ein erstes Schlachtschiff, wenn ich mich recht entsinne, haben wir noch kein anderes. Manchmal vergesse ich ja so Sachen, aber das wüsste ich jetzt, wenn wir ein Schlachtschiff mit Nebel hätten. Was selbstständig Nebel auslegen kann. Aktionszeit 45 Sekunden, Auslegezeit 10 Sekunden. Also das heißt, der Nebel steht nur 10 Sekunden. Das heißt, ihr steht am Ende 55 Sekunden lang im Nebel, wenn ihr das möchtet. Die Nachladezeit 180 im Premium-Verbrauchsmaterial und 3 Ladungen im Premium-Verbrauchsmaterial. Mit Inspekteur sind es dann sogar 4. Also eine ordentliche Geschichte. Die Schattenseite ist, dass die Nachladezeit der Türme von 30 auf 33 Sekunden erhöht wird. Da muss man dann mal gucken, wie man dann dagegen skillen kann. Wenn die Turmdrehgeschwindigkeit so hoch bleibt, wie die Roma sie von Beginn an eigentlich hat, ja, dann kann man da ganz locker eben in Slot 6 die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 einbauen und hätte immer noch ein sportliches Schiffchen unterm Arsch, was sehr, sehr interessant sein kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit diesen SAP-Granaten, das könnte ordentlich reinfetzen. Ich bin mal gespannt, wie hoch der Penetrationswert dann sein wird. Muss ja relativ groß sein, wenn wir bei den 203 mm schon 54 mm penetrieren. Wir haben dann hier 381, also da müssen wir ja irgendwo eine 100 und irgendwas stehen haben, so aller Conqueror bei den Briten bei HE. Die haben ja auch so einen hohen, extrem hohen Pen. Ja, da kann man gespannt sein, wie sich dieses Schiff anfühlt. Freue ich mich jetzt schon mega drauf. Sogar mehr als auf die Champagner, wenn ich ganz ehrlich bin. Müssen wir mal gucken. Und dann gibt es noch ein viertes Schiff, das ist dann die Asama. Das ist eben ein Schlachtschiff der Japaner, was auf der Amagi basiert, jedoch mit veränderten Eigenschaften und Verbrauchsmaterialien. Also ich sage jetzt einfach mal, erinnert mich so ein bisschen an die Baji, was ja eigentlich eine Izumo ist, andere Verbrauchsmaterialien hat, oder die Wukong, was eine Charles Martel ist, andere Verbrauchsmaterialien hat, aber die restlichen Werte sind gleich. Werden wir sehen. Hinweis noch zu den Bildern, die war die Roma und die Amagi, die ich natürlich im Hafen fotografiert habe. Also die richtigen Bilder, die werden wir dann erst noch sehen, wie die Imperio und die Amagi 2 dann aussehen wird. Ich danke jetzt für eure Zeit, hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo und die Glocke auch drückt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich jedenfalls sehr freuen und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, euer Sigrutz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.